Hallo, ich bin die Hanni. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und dann haben alle meine Zuschauer und Abonnenten, die mich schon länger im Abo haben und verfolgen. Ne? Ja, schön, dass du eingeschaltet hast zu einem neuen Video von mir und zwar ein Adventskalender und Boxing natürlich, wenn ich dieses T-Shirt anhab. Und das ist diesmal ein süßer, kleiner, schnuckliger und das ist mal was anderes und hat nichts mit Beauty zu tun und Kosmetik, vielleicht Beauty von innen. Und zwar habe ich hier, den wollte ich letztes Jahr schon haben, von Waterdrop den Adventskalender. Oh, ist der schön, guckt mal. Das Design gefällt mir richtig gut, ne? Da sind so zwei Mädels. Die eine trägt einen Tannenbaum, die andere hat ein Geschenk in der Hand. Das Design ist wirklich schön. Schade, dass ich den jetzt leider auseinanderpflücken muss. Waterdrop kennen wir alle. Das sind so halt Drops, die man im Wasser auflöst, weil ich muss zu meiner Schande gestehen, ich gehöre zu den Menschen, die leider viel zu wenig trinken. Mhm. Ich trinke wirklich manchmal vielleicht einen halben Liter am Tag, wenn überhaupt. Auf Arbeit, ne, halben Liter. Im Sommer schaffe ich gerade mal einen Liter auf Arbeit, zu Hause recht wenig. Ja, ich trinke halt viel Tee jetzt im Winter. Oder im Sommer dann auch mal irgendwie so ein Tonic oder keine Ahnung, ne? Und ich tue mir schwer, regelmäßig Wasser zu trinken. Ich gebe es offen und ehrlich zu und es ist leider nicht gesund. Ich weiß es, ne? Aber ich merke es jetzt auch nicht so, dass mich das kreislaufmäßig oder so, ne? Ich glaube, der Körper hat sich so bei mir dran gewöhnt, aber so generell kann es einfach nicht gesund sein. Und die Drops von Waterdrop sind dafür da, um das Wasser ein bisschen schmackhafter zu machen. Das ist der kleine Kalender, was der kostet. Das blende ich dir mal hier ein. Ne, hier so und unten in der Infobox findest du auch einen Link. Da kommst du direkt auf den Kalender. Wie gesagt, den wollte ich letztes Jahr schon und den dachte ich so, okay, dann nimmst du dir den jetzt für dieses Jahr vor. Das ist der ganz kleine davon. Dann gibt es den mittleren und einen großen. Der große kostet, glaube ich, über 100 Tacken. Aber da hat man denn, der ist wirklich riesengroß und da hat man denn halt, und ich glaube in dem mittleren auch, so Becher drin und Tassen. Und mal so Flaschen, glaube ich. Und so Großpacks mit Drops, ne? Und hier hat man jetzt so einzelne Drops in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Hier oben haben wir ein extra Türchen, ne? Hier sind, also haben wir 25 Türchen. Eigentlich 24. Und hier oben ist ohne Nummer. Da soll wohl eine limitierte Special Edition Geschmacksrichtung drin sein. Und die sind gleich groß, ne? Hier hat man, ich glaube, 12 verschiedene Geschmacksrichtungen drin. Genau, und die wiederholen sich dann auch. Aber das gucken wir uns jetzt mal an. Ne? Noch mehr zu sagen, ach ja, interessiert dich das? Und noch andere Sachen, ne, was ich hier so mache. Auch Adventskalender-Unboxing und Schminki und Aufgebrauch und was es so alles gibt. Dann würde ich mich freuen, wenn du diesen Kanal abonnieren würdest. Und ja, Gewinnspiel habe ich momentan am Laufen. Das verlinke ich dir mal hier oben. Ne? 1000 Special-Abonnenten-Gewinnspiel. Und zum Schluss blende ich dir das als Videovorschlag ein. Abonniere diesen Kanal. Habe ich das schon mal gesagt? Da würde ich mich richtig drüber freuen. Mein Gott, die wiederholt sich andauernd, ne? Ja, und Glöckchen an, damit du auch kein Video mehr von mir verpasst. Ja. Und ich würde sagen, wir gucken mal rein, was wir hier in der 1 drin haben, ne? Ich finde den jetzt schade, den kaputt zu machen. Der ist schön, der ist richtig schön. So. Mal gucken, ob wir den jetzt so einfach hier aufkriegen. Eieieiei. Also die Pappe ist recht stabil. Aha. Und dann hat man hier auch einen QR-Code dazu. Und die Drops sind dann halt nochmal so eingepackt. Und die Pappe hier drinne ist halt, glaube ich, recycelbar. Ne? Ja. Und sieht so ein bisschen aus wie Eierpappe. Und dann hat man hier einen QR-Code dazu. Und dann kann man, glaube ich, einscannen oder so, was das für eine Geschmacksrichtung ist. Ja, ja, gute Frage. Wir haben jetzt hier, also ich kann euch nicht mal sagen, was das für eine Geschmacksrichtung ist, weil das steht hier nicht oben. Drink Cold, Mikro Drink, Water Drop, Sky. Ja. Ah, das ist die Geschmacksrichtung Sky. Okay, das steht hier hinten, nämlich so ganz klein oben. Sky, also seht ihr das? Da steht es ganz klein oben. Und dann habe ich hier hinten so eine Aufstellung. Das ist die Geschmacksrichtung Sky mit Ananas, Erdbeere, Passionsfrucht und Kaktusfeige. Okay,
Ich habe mir auch schon hier ein Glas hingestellt, weil das werden wir gleich mal probieren. Ich überlege, probieren wir gleich den ersten, weil das ist so mein Geschmack. Ananas, Erdbeer, Passionsfrucht, Kaktusfeige, ja. Ich löse den jetzt mal hier drinnen auf und dann machen wir dann mal den Geschmackstest, ne? So. Geht auch ganz leicht auf, ne? Packe ich auch mal aus. Und so sehen die denn halt aus. Es ist halt wirklich so ein kleiner Würfel. Oh, riecht sehr gut. Sieht so ein bisschen aus wie so Traubenzucker, ne? Oh, der riecht schon mal ganz gut, ja. Das ist dann halt so. Okay, wir werden gleich mal sehen. Ich löse die Geschichte jetzt mal auf und dann, ja. Waterdrop kann man, ich weiß nicht, ob man das auch im Kaufland kaufen kann, so eine Vorteilspackung. Oder aber bei Rewe habe ich das schon mal gesehen. Ne? Die haben halt auch ihren Preis, muss ich sagen. Aber wir probieren mal. Wir gucken mal. Ja, dann kommen wir zur 2. Eigentlich ist es auch egal, was man hier für ein, welche Reihenfolge man aufmacht. Sieht schön. Okay, hier haben wir keinen QR-Code drin. Okay, das ist Geschmacksrichtung Flair. Und das ist eine lilane. Passt ja heute zu meinem Augenlook. Naja, fast, ne? Flair, das ist Holunderblüte, Lindenblüte und Himbeere. Da bin ich ja mal gespannt, wie das schmeckt. Ja, dann nehmen wir jetzt die 3. Die haben wir hier unten. In der 3 haben wir Fokus. Die ist grün. Na, so zartgrün. Das ist die Geschmacksrichtung Limette, Baobab und Acerola. Okay. Na, bin ja auch gespannt, wie die schmeckt. Aufgebraucht halte ich euch mal auf dem Laufenden. Aufgebraucht vom Monatsaufgebraucht. Habe ich auch abgedreht. 2 Teile. Ich kann dir ja mal ein Video hier durchlaufen lassen. Ne? Hier oben im i, wenn du das noch nicht gesehen hast und du neu bist. Ne? Und den 2. Teil lasse ich dir dann irgendwann im Laufe des Videos auch mal durchlaufen. Hier haben wir Defense. Einmal die Sorte Defense. Es ist eine rote. Und das wird die Geschmacksrichtung sein. Oh, Cranberry, Hagebutte, Moringa. Schön. Cranberry mag ich. Hagebutte? Ist jetzt nicht so ein Moringa. Guck, weiß ich gar nicht, wie das schmeckt, ne? Ein QR-Code. Müsste ich mal scannen, mal nachher mal gucken, was es ist. Und zwar dieses Gelb. Das ist Glow. Eine, ne? Glow. Sind die doch, die Tabletten haben auch verschiedene Farben, ne? Hier haben wir eine gelbe. Glow ist Geschmacksrichtung. Die habe ich doch. Aha. Mango, Kaktusfeige und Artischocke. Oh Gott. Naja, das ist aber schon mal eine schöne Mischung. Dann kommen wir jetzt zu Nikolausi. Aber ob das bei dem Kalender jetzt hier eine Rolle spielt, ich weiß es nicht. Ne? Ja, man kann dann jeden Tag. Auf eine Art finde ich das gut mit dem Kalender. Ich weiß gar nicht. Ich bin am Überlegen, ob ich mir die Tabletten, nee, jetzt habe ich schon eine probiert, wieder zurückpacke. Und jeden Tag mal eine andere Geschmacksrichtung. Ne? Aha, das ist eine lilane. Die Geschmacksrichtung Boost. Johannisbeere, Holunderblüte, Acai. Okay. Dann ist das halt mehr so fliederfarbend. So. Gut. Ja, hat jetzt. Das hätte ich jetzt gefeiert, wenn sie in eine 6 so einen besonderen Geschmack reingemacht hätten. Zimt oder so, ne? Das wäre jetzt cool gekommen, glaube ich. Naja, Zimt, Apfel, das wäre doch eine gute Geschmackskombi. Zimt, Apfel, Orange, ne? Was man halt so zu Weihnachten, das wäre jetzt gut. Aber wer weiß, vielleicht haben wir das ja in der 25. In der 7 haben wir wieder eine grüne. Und zwar, das ist Geschmacksrichtung Clean. Mit Kräuter, Wacholderbeere und Brennnessel. Also Brennnessel soll sehr gesund sein, ne? Im Übrigen. So, ich leg die mal hier hinten hin, ja. Brennnessel, da bin ich auch mal gespannt, wie die schmeckt. Hier unten in der 8, ich denke mal, ab der nächsten Hälfte werden sich die Geschmacksrichtungen wiederholen. Haben wir wieder, das ist eine rote.
Geschmacksrichtung Love. Love hat. Oh, Granatapfel, Gucci-Beere und Schizandra. Was ist denn Schizandra? Schreibt mir das mal gerne in den Kommentaren. Okay, Schizandra. Über welche Geschmacksrichtung können wir uns denn in der neuen freuen? Die ist gelb. Die Geschmacksrichtung Zen, ne, hat oder schmeckt nach Sternfrucht, Zitronengras, weißer Tee. Okay, also bis jetzt sind das alles so Geschmacksrichtungen, die ich gerne mal ausprobieren würde, ne? Ja, so, Tablette hat sich aufgelöst. Also noch sieht das so aus, als wenn sich hier eigentlich nicht so, ne? Okay, ich bin gespannt, wie es schmeckt. Oh, geil. Oh, lecker. Man schmeckt das richtig raus. Also man schmeckt die Ananas-Erdbeere raus. Was hatten wir noch gehabt? Passionsfrucht, Kaktusfeige, okay. Aber das schmeckt wirklich. Das hat ein süß, ist nicht zu süß. Und ich glaube, das ist so die richtige Menge. Man kann das sich so selber so variieren, ne? Was man jetzt so, man kann sich das auch in eine Liter rein, Flasche reinmachen, um, ne, bloß einen leichten Geschmack zu erzielen. Aber ich finde, das ist schon die richtige Menge hier drin und es schmeckt lecker, Leute. Richtig lecker. Ich werde mir eine auf Arbeit mitnehmen, weil wir kriegen auf Arbeit kriegen wir Wasser gestellt. Das müssen wir uns nicht selber mitnehmen. Und dann nehme ich mir eine mal auf Arbeit mit und dann mache ich sowas in meine Wasserflasche auf Arbeit rein. Das ist so eine Literflasche, die wir da haben. Und mal gucken, wie das so in einer 1-Liter-Flasche schmeckt. Ne? Das ist richtig lecker, das Zeug. Mega. Relax. Okay. Relax hat geschmacklich Hibiskus, Aronia und Acerola. Okay. Also das ist hier schön bunt hier, ne? Gut. Dann gehen wir weiter zur 12. zur 11. Zur 11. Jetzt ist doch erstmal die Schnapszahl dran. Schnapszahl ist eine orangene Verpackung. Youth, Geschmacksrichtung Youth und hat den Geschmack von Pfirsich, Ingwer, Ginseng und Löwenzahn. Also ich habe noch nie Löwenzahn probiert. Man kennt Löwenzahn als Blume, aber als Geschmack, naja, also ich weiß nicht, ne? Aber bin ich gespannt. Dann kommen wir zur 12, ist ja Halbzeit, ne? Und denn danach wird sich alles, denke ich mal, wiederholen. Hier haben wir Vibe. Das ist so pfirsichfarben. Vibe hat die Geschmacksrichtung Physalis, Rosmarin und Pfefferminze. Sehr erfrischend, ne? Ja. Ja. Gut, da bin ich sehr gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wie es schmeckt. Ja, dann kommen wir zur 13 und da wird sich halt alles jetzt wiederholen, ne? Also da wird jetzt nichts Neues kommen. Aber die machen wir trotzdem auf. Genau, hier haben wir wieder Boost, ne? Brauche ich ja nicht nochmal vorlesen, welche Geschmacksrichtung. Bis Heiligabend, aber das spielt ja bei dem Kalender keine Rolle. Hier ist wieder Youth mit drinne. Ja, brauche ich euch eigentlich jetzt nicht zeigen. Aber wir ziehen das hier durch bis zum bitteren Ende, ne? Ihr könnt ja jetzt ausmachen und vorspulen, wenn ihr wissen wollt, was hier in dem Special-Türchen drin ist. Genau. Wieder die Geschmacksrichtung Love. Die 16 Unboxings der Zeit sein. Das sage ich euch. Fokus, ne? Ja. So. Nächstes Jahr mir den vielleicht nochmal in klein zu bestellen. Und dann nochmal und dann den mittleren. Ne? Das würde ich, glaube ich, machen. Das hätte ich drauf. Flair, also, ihr Lieben. Alles klar bei euch. Clean ist hier wieder. Ja. Ich werde jetzt aber nicht nochmal. Ich habe zwar vergessen, was die für Geschmacksrichtungen haben, aber das werde ich euch jetzt nicht nochmal vorlesen. Ne? Das reicht dazu, wenn ich es beim ersten Teil gemacht habe. Hier haben wir Relax wieder drin. Mhm. Die 20. Abend zu. Wieder Youth. Ne? In der 21. Was will man da erwarten, ne?
Zen, ne? Um den interessanter zu gestalten, hätte man ja vielleicht hinter den Türchen auch nochmal so Bildchen machen können. Aber ja gut, das soll ja jetzt hier bloß so diese Waterdrop-Geschichte sein. Und ne, Glow, die 23, ein Tag vor Heiligabend. 24, na da wird doch, da könnten sie auch nochmal so eine Special Edition mit reinhauen. Ne? Aber hatten wir auch schon, Love. Und dann kommen wir jetzt zu diesem Special-Türchen. Und da bin ich gespannt, was das für eine Geschmacksrichtung sein soll. Defense, 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 Defense. Hatten wir doch auch schon gehabt. Granberry, Hagebutte, Moringa. Hatten wir auch schon gehabt. Da haben die jetzt deswegen ein Extra-Türchen gemacht? Hm, okay, ja. Ich dachte, hier ist irgendwie noch eine Geschmacksrichtung dabei. Oder haben die das in dem anderen Adventskalender drin, in dem Medium hier noch dabei, was wir noch nicht hatten? Ne? Ja gut, okay. Also, ich muss sagen, der schöne Kalender ist zerpflückt, um mal ein bisschen so auszuprobieren. Ne? Ja, ne? Aber ich dachte, ich zeige euch das mal. Ne, habe ich so mir überlegt, da kann man jetzt nicht viel erwarten, dass der Kalender spannend ist. Aber ich freue mich auf die Sachen. Lippenstift ist natürlich nicht kussecht. Die mal auszuprobieren, die kommt safe in mein Wasser. Auch auf Arbeit werde ich morgen gleich eine mitnehmen. Ne? Ach, lecker. Und dann kommt das zusammen. Wie gesagt, mal aufgebraucht, hätte ich euch dann nochmal auf dem Laufenden, wie die anderen Sachen so geschmeckt haben im Monatsaufgabe. Schon mal gesagt, du wiederholst dich, Anni. Ja, ihr Lieben, das war's denn von mir. So kurz ist es gar nicht, aber wenn ich schneide, wird es etwas kürzer sein. Hat dir mal dieses Video gefallen? Ne? Ach ja, eure Meinung ist erstmal gefragt, ne? Wie gesagt, um mal auszuprobieren, wie das so schmeckt. Wie gesagt, ne, da wird, glaube ich, der Medium und der große Adventskalender ein bisschen spannender werden, den ich dann nächstes Jahr euch dann mal zeigen werde. Genau. Ich habe aber jetzt auch schon überlegt, bestelle ich mir jetzt nochmal den Medium nach, den mittleren, wenn sie den noch haben? Ich weiß es noch nicht, Leute. Lasst euch überraschen, was jetzt noch kommt. Na, vielleicht mal schauen. Mal gucken, ne, was noch so kommt. Dann haben wir jetzt gerne, so, Meinung ist gefragt. Und, genau. Hat dir dieses Video gefallen, dürft ihr mir sehr gerne ein Däumchen nach oben geben und Liebe da lassen. Jetzt zum Schluss blende ich dir ein, meine Adventskalender-Unboxings, die ich bis jetzt so gestaubt habe. Das waren schon einige. Mein Kanal zum Abonnieren, völlig kostenlos. Hier unten siehst du den aktuellsten Upload und den Videovorschlag. Ich denke, das wird mein Gewinnspiel sein, ne? 1000 Special-Abonnenten. Und ich sage jetzt Tschüssi, es war mir heute ein Fest. Macht's gut, eure Hanni.